Herzlich willkommen zur nächsten Folge von EU4, also das wunderschöne Heilige Römische Reich. Mein Name ist Slyko, ich freue mich, dass ihr da seid. Und in der letzten Folge sind hier ganz viele kaiserliche Revolutionäre aufgeploppt. Ich habe mir gedacht, was ist denn da los? Wir sind mit der Überdehnung auch krass. Und ich glaube, man könnte das alles managen, man könnte das alles richten. Also ich denke, ja, dass ich das hinkriegen würde, aber ich habe mich entschlossen, hier in dieser Folge das Let's Play zu beenden. Es ist einfach so richtig viel. Es ist einfach, ja, so viel Mühe, wie ich werde reinstecken müssen, um das hier alles zu regeln, um das hier alles zu regeln. Und was alles aufploppt überall, das ist so viel und so krass, dass ich mir denke, auch nach 230 Folgen, dass ich es hier gut sein lassen kann. Ich wollte ein bisschen einen kleinen Rückblick machen hier oben über die Zeitleiste. Ich wollte vielleicht noch ein bisschen was annektieren oder sowas. Ich glaube auch tatsächlich, dass der Spielstand ja nicht komplett gegen die Wand gefahren ist. Also man kann das, glaube ich, noch drehen. Aber es ist so viel Arbeit. Also es ist wirklich sehr viel Mühe, das alles hier kaputt zu machen, was hier überall alles draußen ist, die 84 da. Also wir sind auch stark, wir haben eine immense Schlagkraft, wir haben Söldner, wir haben Truppen, wir haben alles, 42 da, 34 hier. Wir sind ja auch richtig stark. Was haben wir hier unten, waren doch auch irgendwie 40.000, ich weiß gar nicht, wo die sind. Ach, die sind hier, 42.000 da, 56 hier. Ich denke, das würde alles gehen, wir könnten das alles hinbekommen. Aber das ist ja zu heftig. Es ist wirklich sehr viel. Und nach 230 Folgen kann ich sagen, und ja, kann ich ruhigen Gewissens sagen, ist okay. Bin ich mit zufrieden. Ich freue mich und es hat riesig Spaß gemacht. Ich glaube, ich annektiere jetzt noch ein bisschen was. Schau mit euch in der Zeitleiste, wie sich alles so entwickelt hat. Kann ich ein bisschen kommentieren. Ich kann ja noch ein bisschen die Zeit laufen lassen. Aber das ist einfach unmenschlich, wie viele Nachrichten, was, wo, wie besetzt ist. Was überall rauskommt und es sind immer, ja, irgendwelche Nationalisten und Revolutionäre und so weiter und so fort. Ich glaube, nach so vielen Folgen ist auch gut. Ich glaube, das passt. Dann würde ich vielleicht noch Buha nehmen, die anderen Kriege, wir würden das locker easy hinkriegen, aber ich glaube, es ist in Ordnung. Ich meine, es sind auch nicht mehr so viele Jahre zu spielen und ja, ist eben heftig. Ich könnte die Revolutionäre hier auch durchmachen lassen und dann haben wir schlussendlich eine Republik, wenn ich mich nicht irre und so weiter, aber yes, ich glaube, nach 230 Folgen ist ganz gut und es kommt jetzt so viel Zeug auf einen zu, das ist, ja, sehr viel, sehr heftig, da bin ich vielleicht auch ein bisschen zu faul zu. Ich mach mal hier, okay, komm, zack. Ja, und es gibt ständig was. Ständig und überall. Zeig mal kurz, können wir mit denen hier Frieden schließen? Mach mal hier den einen Tag fertig. Ich hol mal die aus Marokko zurück. Mach mal hier den einen Tag rum. Ja, und es ist, ja, okay, und okay, und okay. Und mach mal weiter. Und auch okay, ganz viel okay. Zack, können wir die uns eigentlich schnappen? Nein, warum nicht? Ah, die hätte ich schon gern. Also Großbritannien war eins meiner Ziele, war Großbritannien schlussendlich zu haben. Gehen wir mal rüber und greifen ein bisschen an und holen uns Großbritannien noch. Ich mache einmal mit Bucher hier unten Frieden. Da kann ich jetzt auch, wenn ich den Spielstand beende, ruhigen Gewissens, ja, ordentlich zulangen. Ich meine, jo. Dann haben wir uns auch noch Luba geschnappt, ist doch auch was ganz Feines. Wir haben, ja, ordentlich Gas gegeben. Ich glaube hier, das wäre alles noch was geworden und so weiter, aber das ist mir zu heftig und zu viel. Dann spiele ich noch und noch ein bisschen mit, so. Möchte tatsächlich noch die eine Insel da schnappen. Irene hätte ich auch gern noch, aber ich freue mich, dass wir hier auch alles kolonisiert haben und uns reingeklatscht haben, wie wir wollten. Die stehen da auch rum. Komm, haut mal. Ah, die sind ja mit einem 3-Sterne-General unterwegs. Und das wäre jetzt eigentlich, ja, auch ein bisschen selbstverschulden. Ich meine, ich habe jetzt wieder totale Überdehnung reingeholt. Und wir könnten auch, ja, ohne die Überdehnung wäre das hier schon ein riesiger Schritt.
das hier zu regeln mit der Republik. Also, oder wir würden es einfach durchlaufen lassen, das geht auch. Das ist alles, ja, ganz verrückt. So, zeig mal her, geht da was? Ach, wir haben keinen Diplomaten, okay. Ein Tag, ja, und schaut euch das an. Ich kann, okay. So viel durchklicken, ich glaube, das wäre, ja, sehr viel Arbeit und es geht nicht. 137 zu 142, da bin ich jetzt hartnäckig. Die können da mal jetzt, kann ich den Gewaltmarsch geben? Die können da mal mit Gewaltmarsch reinhauen. Und ja, wir bestätigen natürlich alles, was hier immer kommt. So, die können darüber. Und dann machen wir da noch einen Frieden und dann passt es. Also ich glaube, es wäre noch zu retten, aber es ist, glaube ich, an diesem Punkt nach 230 Folgen gut. Und ja, die Ausdehnung ist überdimensional groß geworden als Heiliges Römisches Reich. Wundert mich das nicht. Ich finde, es war ein guter Run. Es hat auch Spaß gemacht. Schlussendlich haben wir auch gezeigt, wir können es mit Ming und mit dem Mamelukenreich aufnehmen. Also mit den zwei Hauptkonkurrenten, dass wir noch einmal hier ordentlich reingehauen haben. Finde ich alles mega. Und ich will jetzt eigentlich noch die eine Provinz da. Wir sind hier bei 99. So, die können da einmal runtergehen. Und die Jungs da platt machen. Ansonsten, ja, drehen alle durch, Revolutionäre hier, dies, das, da, die können da nach vorne, so viele Nachrichten, so viel alles, aber es wäre machbar, also ich glaube, wir kriegen mit den 39.000 auch die 64 hin, die haben ja keinen General und so weiter, wir haben eine überdimensional große, wie heißt das, eine überdimensional große Rekrutenreserve von 6.300 Truppen, weil wir schon ebenso groß sind, also, ja. Aber ich lasse stecken. So, dann machen wir mal die Vierer-Truppe hier noch kaputt. Und schauen mal, vielleicht wegen mangelnder militärischer Stärke und dass sie sich ja auch nicht nochmal neu ausbilden können, ob das jetzt drin ist. Ja, jetzt ist es drin, Forderung senden. Damit halten wir auch einmal Großbritannien gecheckt. Wollte ich unbedingt noch haben, keine Ahnung. Ich fände es irgendwie cool. Und dann checken wir mal ab, wie jetzt so der Überblick ist. Also ich glaube, hier kann ich einen Punkt setzen. Es ist, ja, es ist gut. Wir könnten noch was rausholen. Ich glaube nicht, dass es kaputt ist. Aber es wäre für mich, glaube ich, auch ein bisschen zu anstrengend. Kann ich so sagen. Das wäre einfach so viel. Und ich habe es auch selbst fabriziert. Ist ja nicht so, dass es jetzt hier zufällig gekommen ist. Also die hier schon. Habe ich jetzt nicht erwartet, dass Revolutionäre kommen. Die haben mich jetzt völlig geschockt. Aber das mit den ganzen anderen Dingern, mit den ganzen anderen Rebellen. Okay, die hätten wir wahrscheinlich auch hingekriegt, die anderen Rebellen. Aber in Kombination mit denen und die hier machen lassen und dann hier in den Lücken gucken, was wo und man kann nicht durch und so. Es ist so viel Zeugs. Naja, okay. Dann einmal die Zeitleiste, bitte. So wunderschön sah es aus, als wir angefangen haben. Wir waren hier mit unserem kleinen, wunderschönen Österreich und hier hatten wir nochmal zwei Provinzen, Sundgau und Breisgau. Und mehr war es auch nicht. Dann lassen wir gleich einmal die Zeit laufen. Langsam oder ein bisschen schneller oder mittel. Was ist noch schnell und sehr schnell? Mittel. Und wir checken mal ab, was hier passiert. Es gibt kleine Verschiebungen zu dieser Zeit, eindeutig. Der Osmane sehr stark, Polen mit Litauen auch sehr stark, falls sie überhaupt miteinander verbündet waren, Ming sehr stark, Buriaten, das hier war alles noch gar nicht drin, aber in Europa auch Kastilien sehr stark, Frankreich, England, klar, kennt ihr ja, wenn es losgeht. Und ich lasse jetzt mal ein bisschen schneller laufen und schau mal, was haben wir denn als allererstes gemacht? Da haben wir uns von Brandenburg, Neumark, die Uckermark und Berlin geschnappt. Das war mega cool. Ich glaube, wir sind auch hier ein bisschen weiter runter und haben uns hier was geschnappt. Bin ich mir gerade noch nicht sicher. Aber das war schon mal der kleine erste Step. Hier haben wir uns von Opole eine Provinz geschnappt. Hier oben dann an der Ostsee auch noch Stolp. Das waren so die ersten Vergrößerungen. Und hier Galizien, Volinien, wie auch immer die heißen, die haben wir auch freigelassen, um Polen zu schwächen.
Da erinnere ich mich auch dran. Dann haben wir hier ein bisschen weitergemacht in Serbien. Ich glaube, wir haben sie freigelassen und erobert, so in die Richtung. Und hatten schon den ersten Anknüpfpunkt an den Osmanen. Ich meine, der Osmane hat zum Ende des Spiels auch nur existiert, weil wir ihn gelassen haben. Wir hätten ihn locker platt machen können. Haben uns hier weiter verbreitet. Noch eine Provinz, glaube ich, dazu. Und dann hier oben, ich weiß gar nicht, in Russland, Estland, Lettland, Litauen, was auch immer, aber ich glaube Russland heute auch, haben wir uns da ein bisschen mehr Mühe und Gas gegeben. Eigentlich ganz geil. Also so, dass man möglichst viel sich aufsplittet. Aber in der Bretagne haben wir auch ein bisschen Gas gegeben. Sehr schön. Ich schaue mal nur kurz, lasse ich mal ein bisschen langsamer laufen, wie es hier hinten aussieht. Okay, in Amerika gibt es noch nichts. Kastilien, England. England verbreitet sich ja auch ein bisschen. Genau, dann haben wir uns hier was von Schweden geschnappt. Oh, das war auch cool. Ah, das habe ich auch gefeiert. Was von Schweden. Wir haben uns auch hier ein bisschen was von Burgund geschnappt. Hier, ich habe gesehen, wir sind auch hier größer geworden. Also das Kernland hat sich ein bisschen vergrößert. Dann haben wir hier bei der Krim ein bisschen mehr Gas gegeben. Und Moskau ist entstanden. Großer, schwerer Block. Nowgorod hat sich für unabhängig erklärt von Moskau. Schweden hat sich vergrößert. Und wir sind dann auch eine ganze Weile jetzt hier noch in der Krim, Kaukasien und so weiter. Wir haben uns vergrößert. Auch hier Gatsikomuk, eigentlich ganz cool, wenn man sich so ein bisschen ja, reinhaut. Der Punkt ist, wir haben auch immer das Heilige Römische Reich gemanagt. Hier in Aragon haben wir uns ein bisschen was geschnappt und so weiter. Das heißt, wir haben auch viele Gebietserweiterungen hier in Anführungsstrichen vollführt. Ach, in Großbritannien waren wir auch schon. Schaut euch das mal an, wie früh wir da reingehauen haben gegen die Jungs. Wir haben uns auch vergrößert, ohne dass man es gesehen hat, weil wir eben im Heiligen Römischen Reich viel gemanagt haben. Jetzt haben wir uns noch Kreta geschnappt, stimmt's? Jawohl. Und hier ging es weiter. Erste Angriffsfläche auch mit den Mamelucken. Also wir haben uns auch viel geschnappt. Hier auch Usbekistan, auch einmal durch Moskau durchgezogen, die Linie. Dieses, wie wir uns reingefressen haben und hier auch. Aber wir mussten auch im Heiligen Römischen Reich viel managen. Das heißt, wir hatten hier vielleicht ein paar Staaten unter Kontrolle. Ungarn und Böhmen locker. Sieht man nur nicht. Und haben uns hier wunderschön weiter verbreitet. Und sind sie mir da schon? Ne, das sind nur die Oriaten noch. Okay, die Chagatai. Aber es ging weiter. Dann waren wir hier gemütlich am Timuridenreich. Warte mal, ich mach mal kurz ein bisschen langsamer. Wir waren auch schon neuösterreichmäßig hier vorne. Und das bereue ich ein bisschen. Ich hätte, wenn ich es nochmal zocken könnte, früher irgendwelche Ideen genommen, dass wir uns hier verbreiten können, dass wir hier nicht so viele Kriege führen müssen in Nord- und Südamerika, sondern dass sich da unsere Leute von selbst verbreiten, unsere Kolonialnationen. Hier haben wir uns auch österreichisch-Mexiko geschnappt, da waren wir noch ein bisschen gegen Staaten im Clinch, die da als Naturvolk, als Staat mit dabei waren, also nichts Europäisches. Ja, da müsste ich eigentlich jetzt schon so weit raushauen, wie wir uns hier verbreitet haben, hier, aber auch hier. Oh, da haben wir nochmal richtig reingehauen. Ich erinnere mich ja auch nicht an alles, aber relativ früh, relativ weit, also so einen richtig starken Arm, der hier rausgehauen ist. Dann Yangzhou, Jiren hat auch bis ganz zum Schluss überlebt, weil wir so gnädig waren, meiner Meinung nach. Also hätten wir früher schon schnappen können. Usbekistan, hier haben wir uns auch schon Teile vom Osmanen geschnappt und hier ging es auch weiter, da war schon Österreich-Kanada und Österreichisch-Mexiko mit dabei. Und hier unten, Österreichisch-Afrika, also es ist schon irgendwie cool. Ach, und hier unten auch in Australien, eine Provinz, gell? Ja, ist schon cool. Also gefällt mir mega. Komm, schauen wir weiter. 1666, wir haben jetzt ein bisschen weiter rausgezoomt. Ich weiß gar nicht, wann das Heilige Römische Reich gekommen ist, aber hier sind wir bis an Japan angrenzend schon gewesen. Hier auch ein bisschen was in Afrika, hier auch österreichisch-Peru hier unten entstanden, da haben wir von zwei Seiten angegriffen. Österreichisch-Mexiko, das war so die Phase, ja das war schon Spagat. Wenn wir hier in Asien angreifen, in Europa alles managen, in Afrika angreifen und auch hier so Gas geben. Ich meine, das hat sich hier auch stark ausgebreitet, wir wurden hier auch immer größer und größer, ist ja auch völlig verrückt. Aber geil, also mega cool, ich feier's. Ich bleib mal ein bisschen rausgezoomt. Im Süden Afrikas haben wir auch noch Gas gegeben. Genau hier. Khorasan, die Ecke.
Südamerika gehört schon fast ganz uns. Ey, wir haben dann später noch in Kuba und so weiter. Hier natürlich noch. Also es vergehen keine 3-4 Jahre, ohne dass wir hier uns was geschnappt haben. Auch völlig verrückt. In Großbritannien, österreichische Staaterei, es war schon mega krass. Und jetzt demnächst, ich weiß jetzt nicht genau wann, aber demnächst müsste das Heilige Römische Reich auch kommen. Hier unten, Brasilien sieht schon mehr aus wie heute. Kuba auch angegriffen. Hier unten in Südafrika, ah, das war alles so cool. Und da ist es. Das Heilige Römische Reich war da. Das hier ist weiß geblieben. Hat sich nicht geändert mit der Farbe, weil es unsere Kolonialnation waren. Habe ich auch nicht umbenannt. Österreichisch Mexiko und so. Ich war am Überlegen. Ich nenne sie Kaiserlich Mexiko und so weiter. Habe ich aber nicht gemacht. Australien war auch drin. Also das war wirklich... ja, mega krass. Ganz zum Schluss schnappen wir uns auch hier noch in Großbritannien den ganzen Rest. Habe ich ja jetzt noch in dieser Folge gemacht. Hatte ich irgendwie das Bedürfnis danach. Und hier... in Ming, als wir hier noch angegriffen haben, auch eins meiner persönlichen Highlights, auch relativ spät, aber trotzdem geil, wie ich finde, dass wir da nochmal Gas gegeben haben. Wir sind angekommen. Yes, wir sind angekommen. Und das ist die Endausdehnung. Und ja, ich glaube, es wäre zu krass. Also die Rebellen würde ich hinkriegen, aber die hier sind in Mitteleuropa, das wäre mir schon ein bisschen zu heftig, ein bisschen zu viel. Ich weiß auch gar nicht, wieso hier... was ist denn das hier? Grönland und so weiter. Normalerweise, wenn ich die Zeitleiste wegmache, gehört das hier alles uns. Aber naja. Okay. So sind wir angekommen. Ich finde, es hat mega Spaß gemacht. Ich habe mich wirklich sehr erfreut, sonst hätte ich es nicht 230 Folgen EU4 gezockt. Also jetzt als Österreich und als das Heilige Römische Reich. Genau, ich schau mal, da ist ein kleiner... Punkt, es hat Spaß gemacht, ich habe mich mega gefreut, ich habe mich auch gefreut, dass immer so viele Leute draufgeklickt haben und zugeschaut haben, obwohl ich dazwischendurch auch mal andere Videos gemacht habe und hier nicht weitergemacht habe und es ging hin und her, freue ich mich und es hat Spaß gemacht und ich finde es schön zu sehen, wie weit es nach vorne gekommen ist. Ich bin ja kein, super Pro, also so weltherrschaftsmäßig. Ist mir jetzt noch nicht gelungen, ich glaube, hier bin ich schon gut weit nach vorne gekommen, hätte auch bestimmt ein paar Sachen besser machen können und sich auch nicht so überdehnen und so weiter und so fort, aber das hat Spaß gemacht, ich freue mich richtig, ich habe mich über jeden Daumen hoch gefreut und über jeden View, jeden Klick und über alles, über jedes Kommentar auch, ich habe da auch immer versucht zu antworten und ja, auch bestmöglich zu antworten und ich glaube... ja, es ist durch. Also hier, das ist so eine starke Macht. Ich müsste da wirklich alles geben und ich weiß nicht mal, ob ich es schaffen würde. Also strategisch gesehen schwierig, aber vielleicht auch machbar. Dann sage ich mal Dankeschön. Ich freue mich mega fürs Zuschauen. Ich freue mich auch für die Leute, die alles verfolgt haben bis jetzt und zugeschaut haben bei EU4. Mir hat es auch mega Spaß gemacht, wenn ich wieder... EU4 zocken sollte, dann jetzt mehr Streaming-mäßig, also nicht mehr so als Let's Play wie hier in dem Format und es hat mega viel Spaß gemacht. Ich habe mich sehr gefreut, ich habe mich immer gefreut, wenn wir immer irgendwelche kleinen Erfolge erzielt haben. Ja, ich würde sagen, also für mich war es wunderschön und Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's gut, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.